Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, jetzt noch pünktlich zu Weihnachten. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, was ist das für ein komisches Spielzeug hier auf dem Tisch? Man könnte denken, zu Weihnachten kauft man sich irgendwie Spielzeugkram, ferngesteuerte Autos, Roboter und sowas. Das ist tatsächlich kein Spielzeug. Sieht so aus, macht auch unheimlich viel Spaß. Es ist der DJI RoboMaster S1. Gibt es jetzt schon länger auf dem Markt, vor allem auf dem amerikanischen Markt schon länger, in Deutschland noch nicht ganz so lange. Wir haben von DJI zwei von diesen Teilen geschickt bekommen. Wir werden die im heutigen Video mal ausprobieren und euch so zeigen, was man damit machen kann. Es ist wirklich gedacht als, ich sag mal, als Lernroboter. Ist aus der RoboMaster Liga entstanden. Also da gibt es so eine Veranstaltung, wo vor allem Studenten solche Roboter programmieren. Also die sind hauptsächlich dazu gedacht, dass man Programmiersprachen wie Python zum Beispiel besser erlernen kann. Und weil das Ding eben viele Sensoren hat, optische Erkennungen und so weiter, ist es so gedacht, dass man die programmiert, dass die Roboter eigenständig gegeneinander antreten. Also man kann über entweder den Blaster hier vorne oder über Infrarot dann gegen andere Roboter kämpfen und die quasi eliminieren. Hier vorne ist eine Kamera eingebaut. Und dann kann man eben gegen andere Roboter antreten und über, wie gesagt, Programmierung kann man dann dem Teil beibringen, wie er gegen andere Roboter kämpfen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, aber man kann auch selber gegeneinander antreten, das werden wir nachher mal ausprobieren. Hier auf dem Tisch seht ihr jetzt schon mal das fertig zusammengebaute Teil. Und damit wir auch gegeneinander antreten können, haben wir von DJI noch einen zweiten Roboter zugeschickt bekommen, aber genauso wie er auch wirklich verschickt wird und zwar nicht aufgebaut. Und das werden wir jetzt auch gleich machen, weil es ist auch wirklich gut, weil dann weiß man immerhin, wie er aufgebaut ist und dabei kann man auch schon echt, echt viel lernen, weil der wurde uns schon fertig zusammengebaut geschickt und es war irgendwo ein Kabellose und wir wussten halt nicht wo, weil wir nicht, den nicht selber aufgebaut haben und ja. Da mussten wir ein bisschen rumprobieren, hat ein bisschen länger gedauert. Also werden wir den jetzt mal aufbauen. Hier sieht man schon 50 einzelne Rollen für das McKenna-Rad. Hol mal eins raus. Die ermöglichen es dem Roboter später seitwärts zu fahren. Ja, hier sieht man sie und dann kann er einfach so seitwärts fahren. Ganz cool. Wir fangen an mit dem Zusammenbauen der Räder. Hierfür haben wir erstmal so eine Schablone hier und die einzelnen Elemente der Räder, also zwei so Schalenelemente, wo dann die einzelnen Walzen dazwischen gehalten werden. Da müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen Schmierfett reinpacken. Das liegt hier dabei. Und dann die einzelnen Walzen reinstecken. Und dann wird das hier noch über so einen Gummiring zusammengedrückt irgendwie, zusammengeschraubt. Und dann sollte das Rad eigentlich relativ schnell fertig sein. Das machen wir jetzt mal eben. Jetzt sind hier drei so kleine Pfeile eingezeichnet und hier ist eine rote Markierung. Da muss man diesen Ring jetzt hier passend einlegen. Dann kommt dieser Ring oben drauf, der hat hier auch so eine kleine Kerbe hier oben. Und die Kerbe muss jetzt passend zu den drei Pfeilen gelegt werden und zwar zum rechten Pfeil, das wir ausrichten. Da sieht man, der Ring liegt quasi oben offen drauf und wenn man den jetzt nach links dreht, dann rasten die Räder ein oder die Walzen. Zweites Rad ist schon fertig. Jetzt bauen wir noch schnell die anderen zwei Räder zusammen. Was mir übrigens sehr gut gefällt, mal abgesehen von dem praktischen Schraubenzieher, ist die Tatsache, dass bei der Anleitung hier immer die Schraubenbox angezeigt ist und man dann immer gleich sieht, welche Schraube in welchem Fach ist. Also es war dann zum Beispiel die Schraube hier aus dem Fach. Also zum Zusammenbau auf jeden Fall schon mal extrem einfach gestaltet. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Thank you.
Wir bauen jetzt die Vorderachse ein. Das Teil haben wir schon zusammengebaut. So, das hier so einfach reingeschoben. Und hier vorne über dieses Teil noch zusätzlich fixiert. Da sieht man, dass die Achse vorne auch komplett einmal gelagert ist und sich so ein bisschen freier bewegen kann, was dem Teil natürlich auf jeden Fall hilft im Gelände. Hier haben wir jetzt wie so eine Steuerplatine. Da sind die ganzen Verbindungen zu den einzelnen Motoren, die nachher angeschlossen werden. Also die orangenen Teile sind die Motoren. Das bauen wir jetzt mal eben hier ein. Und hier versorgen wir das mit Strom. Stromversorgung kommt übrigens hier unten über einen Akku. Das ist dieses Teil hier. Eigentlich ganz cool. Also man hat hier, wenn man auf den Knopf drückt, auch eine Batterieanzeige. Also wir sehen, der ist voll. Und der kommt dann später hier unten rein. Mit einer Akkuladung kann man das Teil laut Anleitung so circa 30 bis 40 Minuten richtig voll benutzen. Hier haben wir jetzt noch so ein Seitenschutzteil für den Roboter. Da habe ich jetzt gerade noch so einen Sensor reingebaut. Die können erkennen, ob dann was zum Beispiel an der Seite an den Roboter anschlägt, als ob dann ein anderer Roboter zum Beispiel reinfährt. Das können diese Teile dann erkennen. Der RoboMaster wird am Ende von 4 Brushless-Motoren angetrieben. So sehen die aus. Haben hier hinten so ein orangenes, hoffe ich mal, dass es orange ist, Anschlusskabel dran. Auf jeden Fall werden die hier in die Platine letztendlich reingesteckt. Hier ist noch so ein kleines Metallteil, dient auf jeden Fall auch zur Kühlung. Ja, 3 Stück habe ich schon dran und den 4. Motor bauen wir jetzt noch hin. Eines der Hauptfeatures vom RoboMaster S1 ist ja dieses Zweiachs-Gimbal. Also der Turm kann sich so komplett frei drehen. Und auch das hier oben, wo dann letztendlich eben der Blaster drauf sitzt. Das ist dieses Teil hier. Also damit werden die Gelbälle später verschossen. Das ist wirklich geil. Das schauen wir uns nachher noch an. Das macht einfach unfassbar Laune. Und hier oben ist dann auch dieser Tank drauf. Kann man so abnehmen. Wo dann die Bälle in den Blaster geführt werden. Also sieht man hier, ist dieses Magazin. Da kommen dann die Gelbälle raus und die fallen dann hier rein, werden dann hier reingeladen. Zum Schluss kommt jetzt in die Front noch diese kleine Kamera, die schrauben wir hier oben fest. Die kann übrigens 1080p in 30 FPS aufnehmen, oben in der CPU-Einheit, die sitzt hier oben drauf, können wir hier oben noch eine MicroSD-Speicherkarte einsetzen und dann können wir alles, was wir mit dem RoboMaster sehen, auch live aufzeichnen und auf dieser Karte speichern und das probieren wir nachher auf jeden Fall mal aus. Wir sind jetzt fertig mit dem Zusammenbau des RoboMasters S1 und da wir gleich noch gegeneinander antreten möchten, hat DJI solche Kugeln. Das sind Gelkugeln, die man noch in Wasser einweichen muss. Das dauert so ungefähr 4 Stunden. Nehmt aber nicht zu viele, weil ansonsten habt ihr so viele wie wir. Es gibt 2 Modi, und zwar einmal den Infrarotmodus, den wir auch gleich zum Schießen benutzen werden. Und dann natürlich noch einmal die Kugeln zum Schießen. Aber das würde ich eher draußen machen, weil die Kugeln fliegen sonst überall rum. Ich werde jetzt einmal zeigen, wie man den Blaster mit den Kugeln befüllt. Hier ist ein Knopf, auf den man drücken kann, damit einem der Behälter entgegenkommt. Den kann man dann rausziehen. Dann ist hier eine Klappe, die man zurückschieben muss. Der ist aktuell noch ein bisschen befüllt. Dann kann man das hier zurückschieben und dann einfach die Kugeln nehmen und die reinmachen. Dann das einmal wieder zurückdrücken, damit es zurückspringt. Und dann ist es auch schon fertig befüllt. Und dann einfach wieder reinschieben und fertig. Die Steuerung von dem Teil ist auf jeden Fall mega nice, also sehr, sehr, ich würde sagen aggressiv. Das antwortet mega schnell, wenn man hin und her fährt, dann antwortet der Roboter sofort darauf. Das ist schon
wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das sieht man. Die Programmierung vom RoboMaster S1 funktioniert über das Lab, das findet ihr hier rechts unten. Dann könnt ihr zur DIY Programming gehen und hier könnt ihr eure eigenen Programme erstellen. Ihr könnt es einfach mal New machen. Dann fängt es an mit den einzelnen Bausteinen. Links hat man so ein Auswahlmenü, wo man alle möglichen Funktionen findet. Das fängt an zum Beispiel bei einzelnen LED-Funktionen. Also da kann man jetzt sagen, okay, irgendeine LED soll für eine gewisse Zeit mit einer gewissen Farbe leuchten oder sowas. Das kann man dann einfach schnappen und legt das hier in dieses Programm rein. Das kann man dann immer weiterführen. Zum Beispiel sagen, der Blaster soll danach schießen oder das ganze Teil sollte sich einfach nach rechts drehen. Das kann man dann hier einfach einstellen oder kann man nach links drehen. Und wenn man dann rechts oben auf Play drückt, dann führt der Roboter dieses Programm aus. Neu dazugekommen sind die sogenannten Musikblocks und hier kann man Musik programmieren. Also man kann dann zum Beispiel hier seht ihr Funktion A1, da wird dann die Note C gespielt und dazu leuchtet die LED gelb und danach wird kurz gewartet. Danach kommt der nächste Ton, das ist dann ein G, wieder mit LEDs, die leuchten und dabei dreht sich auch noch das Gimbal, das sieht man. Dreht sich nach links, nach unten und dann nach rechts und so weiter. Und wenn man das Ganze dann abspielen, dann sieht das so aus. Ja, auf jeden Fall eine kleine lustige Spielerei, da kann man noch sehr, sehr viel ausprobieren. Auf jeden Fall die Programmierfunktion sehr interessant, extrem umfangreich, da kann man sich auf jeden Fall sehr austoben. Wir haben beide RoboMaster S1 soweit fertig, den einen haben wir blau gemacht, den anderen haben wir pink gemacht, weil man kann die auch komplett individuell konfigurieren in der App. Dann haben wir hier noch diese Pappschilder, da sind Zahlen drauf, hier zum Beispiel die 1, 2, 3, 4, 5. Und die werden wir hier jetzt gleich aufstellen und werden quasi einen Parcours bauen. Den kann man dann abfahren, diese kleinen Pappschilder hier dann treffen. Das kann man dann entweder, wie gesagt, mit den Gelkugeln machen, was ich euch nicht empfehlen würde, weil die fliegen wirklich überall rum. Das ist eine Riesensauerei. Für draußen cool, für innen nicht. Kann man mit dem Infrarot dann machen, wird sehr gut erkannt. Werden wir gleich probieren, Parcours aufbauen und dann schauen, wer ist der Schnellste. Und dann kann man eben noch gegeneinander antreten und das probieren wir auch gleich mal aus. Dann zeigen wir einmal den Parcours, den wir jetzt gleich einmal abfahren werden. Und zwar starten wir hier Blickrichtung zur 5, also müssen wir uns gleich erst einmal drehen, damit wir dann hier rüber zur 1 fahren können. Dann an dem Koffer vorbei als Hindernis zu der 2, weiter hier hinten zur 3, von der 3 hier wieder am Koffer vorbei zur 4 hin und dann rüber zur 5. Hä? Oh Mann. Nein. Vielleicht. Katze, ey. Was für eine Zeit 45,96. Ups, das war das Falsche. Ne? 43. Ganz zum Schluss zeigen wir euch jetzt mal kurz den Battle-Modus. Das heißt, hier kann man gegeneinander antreten, fahren und sich gegenseitig abschießen. Hey.
Schnell weg, schnell weg. Nein. Entschuldigung. Okay, kommen wir damit zum Fazit vom RoboMaster S1. Generell einfach unfassbar lustiges Ding. Ich habe mich gestern schon den ganzen Tag damit beschäftigt und rumgespielt. Also es ist wirklich, ich würde sagen, es ist wirklich ein Spielzeug für Erwachsene, weil es wirklich extrem viel Spaß macht. Auch wenn der Sinn dahinter eigentlich eher nicht das Spielzeug ist, weil man könnte jetzt sehr viel Zeit damit verbringen und dann diese Hindernisse wieder aufstellen und dann einen Parcours abfahren lassen und dann schauen, wer hat das Teil besser programmiert. Dann zum Beispiel den Parcours abzufahren und dann die Ziele auszuschalten oder eben gegeneinander anzutreten und dann sind doch Hindernisse im Weg und sowas. Also man kann auf jeden Fall sehr coole Dinge damit tun. Man darf aber nicht vergessen, dass das Ding einfach mal um die 500 Euro kostet, was eben auch sehr, sehr teuer ist, muss man ganz klar sagen. Ist echt cooles Teil, vor allem die Tatsache, dass man das selber aufbauen muss, finde ich sehr gelungen. Weil dann, macht Spaß. Ja, macht Spaß. Man hat einen guten Einblick darin, wie das Ding aufgebaut ist und ja, schaut euch das gerne mal näher an. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, es kommt noch ein oder zwei Videos davor. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Entschuldigen Sie, möchten Sie uns nicht arbeiten lassen? Übrigens ist das Schlafmütze chic. Chic ist neu in der Familie, aber chic ist wie die Besitzerin, eine alte Schlafpelzkatze. Entschuldigung. So, wir müssen jetzt mal arbeiten. Was sagen Sie denn dazu? Okay.